und willkommen zurück, Skatfreunde. Ich habe euch heute den Klassiker mitgebracht. Ja, ich habe wirklich hin und her überlegt, lege ich den auf oder lasse ihn vielleicht doch wieder stecken, weil über diese Kartenverteilung ist schon sehr viel auch geschrieben worden und die wurde das erste Mal schon vor über 100 Jahren in der Theorie komplett durchleuchtet. Aber dann habe ich mir gedacht, mir hat das damals viel geholfen und wer das noch nicht kennt, der kann da viel mitnehmen, der kann vor allen Dingen auch die Technik daraus ziehen und die ist wirklich universell einsetzbar. Und vor allen Dingen, ich kann mich auch noch erinnern, als mir das erste Mal jemand diese Verteilung und diese Aufgabe gestellt hat, da spielte ich vielleicht ein, zwei Jahre Skat, ich wollte das erstmal nicht glauben. Ich habe noch versucht, da das Gegenteil zu beweisen, bis dann irgendwann der Groschen gefallen ist. Und dann habe ich aber auch daraus mitgenommen, okay, wenn du in diesem Spiel ein bisschen vorankommen willst, dann langt es also nicht nur zu spielen, spielen, spielen. Okay, klar, das gehört auch dazu. Aber es ist genauso wichtig, auch ein bisschen die Theorie sich anzugucken, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und daraus, was man da mitnimmt, das kann man dann wieder in der Praxis einsetzen. Also eine klasse Aufgabe und hier kommt sie. Hier liegt er jetzt vor mir, der Klassiker. In Vorhand bekommst du diese 10 Handkarten, zwei Buben, Ass 10, Ass 10, zwei Luschen und zwei Luschen. Und die Fragestellung ist jetzt direkt, was spielst du? So, und als ich das erste Mal gefragt wurde, war meine Reaktion, ja, was ist denn gereizt, was liegt denn im Skat? So, in dieser Art und Weise. Wer also das fragt, der ist im Prinzip schon einen Schritt zu weit, um nicht zu sagen, auf dem falschen Dampfer unterwegs. Frage nochmal zurück, was spielst du mit dieser Hand? Und die Antwort, ohne jetzt schon zu viel zu verraten, es gibt eben hier ein unverlierbares Spiel, was du auch aus der Hand spielen kannst, also ohne Skataufnahme. Unverlierbar, was heißt das überhaupt? Unverlierbar, manche sagen auch theoretisch, ein Spiel ist unverlierbar oder theoretisch, wenn es selbst bei der ungünstigsten Kartenverteilung nicht verloren werden kann, sofern du es denn richtig vorträgst. So, schaut euch die Hand nochmal an. Wer es schon kennt, alles klar, kann nach Hause gehen, aber wer es noch nicht kennt, denkt mal drüber nach, was kann hier wohl das unverlierbare Spiel sein? So, es liegt ja nun auf der Hand, der Null wird es nicht sein und ein Viertrumpf-Farbspiel kann ja gar nicht unverlierbar sein, von daher bleibt ja nur der Grand Hand. So ist es auch, dieses Spiel ist ein unverlierbarer Grand Hand und stellt sich natürlich die nächste Frage. Unverlierbar, warum überhaupt? Ich habe doch hier 4 Stiche abzugeben. Also klar, der richtige Vortrag, das ist ja die Voraussetzung, damit das Spiel wirklich gewonnen wird, ist natürlich, und das ist ja beim Grang auch so leicht zu überschauen, Buben ziehen, wenn nur ein Bube fällt, den nächsten Buben auch noch abziehen, dann die 4 vollen ziehen, Reihenfolge ist egal und die letzten 4 Stiche müssen nur mal abgegeben werden. So, wer jetzt anfängt nach vorwärts zu rechnen, aha, ich kriege die 4 Buben und das sind 8 Augen und ich kriege hier meine Ass 10, Ass 10, 42, ich komme noch erst auf 50 Augen. Wo ist der jetzt unverlierbar? Also man kann das auch nach vorne rechnen, da muss man aber sehr genau diese Luschen mitzählen. Und die Technik, die jetzt eigentlich dahinter steckt und die einem, wenn man die kennt, sehr schnell sagt, dass das Spiel nicht zu verlieren ist, das nennt sich die Verlustrechnung. Und dafür schaue ich mir an, die Stiche, die ich am Ende abgeben muss, das sind hier diese 4. Und weil ich 4 Stiche abgeben muss und in jedem Stich von den Gegnern noch 2 Karten fallen, kriegen die Gegner ja nur 8 von ihren Karten mit nach Hause. Und jetzt schaue ich mir also an, was sind die 8 höchsten Karten, die überhaupt noch im Spiel sind. Und weil in diesem Fall ich selber 4 von den insgesamt 8 Vollen, die im Spiel sind, habe, fehlen ja nur noch diese 4 Vollen. Und die 4 nächsthöchsten Karten, die noch im Spiel sind, das sind die 4 Könige. So, es ist also möglich, dass die Gegenspieler auf diese 4 Stiche, die ich abgeben muss, genau diese 8 Karten bekommen. Und wenn man die nun zusammenzählt, dann sind das nur 58 Augen. 58 Augen, das bedeutet natürlich automatisch, ihr habt 62 Augen. Wie kommt das? Es ist ja zu sehen, hier ist dann keine einzige Dame dabei. Automatisch bekommt ihr auf diesem Blatt 4 Damen mindestens, entweder aus dem Spielverlauf heraus oder auch, weil sie im Skat liegen. Wie das kommt, ist aber auch eigentlich schon völlig uninteressant. Entscheidend ist, ihr rechnet
eure Augen, die ihr abgeben müsst, und zählt die Karten, die noch im Spiel sind. Die 8 höchsten Karten, 58 Augen. Fertig ist die Geschichte. Das bedeutet aber auch, das ist ganz interessant, wenn sich die Eingangsparameter hier nur minimal ändern, ihr zum Beispiel statt der einer Lusche eine Dame mit im Blatt führt, dann müsst ihr diese 3 Augen, die ihr selber ja abgibt, mitzählen, zusätzlich zu den immer noch 58 Augen, die die Gegner bekommen können. Schon können sie 61 kriegen, das Spiel ist also nicht mehr unverlierbar. Mit dieser Karte bietet es sich dann entsprechend schon wieder an, in den Skat zu schauen, in der Hoffnung, hier noch eine passende Karte oder eine Lusche zu finden, damit das gefährliche Bild gedrückt werden kann. So, also wenn man diesen Gedanken jetzt noch ein bisschen weiter spinnt, dann kommen da an sich auch ganz lustige oder interessante Situationen raus. Es ist zum Beispiel so, wenn ihr euch jetzt hier mal so eine Karte vorstellt in Vorhand. Die sieht ja auf den ersten Blick viel stärker aus als die eingangs gezeigte Karte. Also wenn hier nicht ein König zu dritt steht, Karo oder Pik, dann geht die Karte sogar als Grand Ouvert durch. Das kann ja auch passieren, trotzdem würde man den wahrscheinlich nicht spielen, weil das Risiko zu hoch ist. Und tatsächlich ist es sogar so, wenn hier alles jetzt schief läuft, die Buben stehen zusammen, der Karo-König zu dritt und der Pik-König zu dritt, dann kann dieses Spiel sogar verloren werden. Wieder, warum? Weil ihr eine Dame mit abgeben müsstet. Und das bedeutet dann sogar, ich mache die Situation hier mal noch ein bisschen anders, wenn ihr jetzt nach Skataufnahme zum Beispiel in Vorhand so eine Karte habt. Ja, was ist denn jetzt los? Ihr könnt natürlich so drücken, das wäre an sich klassisch, dann habt ihr eine ganz saubere Hand. Und wiederum, ihr könnt dann zwar eine Farbe spielen, aber das macht ja an sich wenig Sinn. Wenn ihr dann den Grang spielt, ist der nicht verlierbar. Wenn ihr wollt, dass dieser Grang auf keinen Fall zu verlieren ist, dann müsst ihr jetzt interessanterweise die beiden Bilder drücken und haltet in jeder Farbe hier eine Lusche mit im Blatt, was erstmal ja komplett irre aussieht. Und ich sage auch nicht, dass ihr das jetzt immer so machen sollt, weil ihr euch selbstverständlich hier auch der Schneider Schwarz und die Schneiderschance komplett verbaut. Aber es ist eine Tatsache, wenn ihr das Spiel so drückt, dann könnt ihr auf keinen Fall verlieren. Wenn ihr das Spiel so drückt, habt ihr zumindest ein kleines Verlustrisiko. Dann hoffe ich, dass ihr hier wieder was mitnehmen konntet und ich habe euch zum Abschluss nochmal eine weitere Verteilung mitgebracht, einfach um dort nochmal zu zeigen, diese Technik, Verlustrechnung, also in einem Blatt, meistens einem Grang, wo ihr nämlich genau wisst, ihr gebt nur 3 oder 4 Stiche ab, auszurechnen, was können auf meine Abgabestiche die Gegner eigentlich maximal bekommen. Diese Technik, die ist universell einsetzbar, da gibt es Dutzende Situationen, wo ihr das nutzen könnt. Hier zum Beispiel habe ich mal eine Kartenverteilung hingelegt, zum Beispiel in Hinterhand oder in Mittelhand ist das interessant. Wenn ihr da wieder die 20 drückt und den Grang spielt, dann habt ihr da wieder die Analogie, auch wenn die Karte im Prinzip komplett anders ist. Aber ihr gebt maximal 4 Stiche ab, ihr gebt kein eigenes Bild ab und ihr habt die 4 Vollen, die ihr selber kontrolliert. Das heißt, die Gegner können hier wieder maximal 4 Volle bekommen und 4 Könige. Auch wenn es diesmal 3 Asse dabei sind, es reicht nur für 59 bei den Gegnern. Und ja, wer das jetzt zum Beispiel nicht weiß und möglicherweise einfach mal aus Sicherheitsaspekten heraus hier nur den Kreuz spielt, ja, der schießt natürlich im doppelten Sinne ein klassisches Eigentor. Denn erstens zählt der Kreuz nur halb so viele Punkte und zweitens ist das der Kreuz ein Risikospiel. Der kann nämlich verloren werden, nur wenn es richtig dumm kommt natürlich, wenn die Karo-Vollen einem abgestochen werden. Aber der Kreuz ist hier sogar zu verlieren, der Grang dagegen nicht.